Ui, ui, ui. Jetzt ist mir die Stimme wieder weggegangen. Ui, ui. Ui. Ich habe kurz Assassin gelesen. Ansässiger. Wo ist mein Baby? Axrukal. Hallo. Was gibt's Neues? Jaron? Jaron? Ist das nicht der Typ, der die Unterwelt überwacht? Jaron? Jaron? Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dummen Ideen. Sprechen Sie mit Azrukal. Reden Sie mit Azrukal. Okay, Bro, okay. Nicht sehr gesprächiger Typ. Na, sieh mal einer an. Eine Glatthaut, die mir noch nie über den Weg gelaufen ist. Ich bin Azrukal. Und das ist der Ninth Circle. Die Leute haben Probleme und ich hab Schnaps. Nun, Schnaps und ein paar andere Stärkungsmittel. Falls sie was brauchen, einfach Bescheid sagen. Ja, östlich von hier. Da hat sich eine Bande mit Knarren verkrochen. Das ist Jaron. Sag mir mal, er ist ein loyaler Angestellter. Machen Sie mir keinen Ärger, dann macht er Ihnen keinen Ärger. Ich habe seinen Vertrag, also bin ich sein Arbeitgeber. Er macht genau das, was ich sage, ohne jegliche Widerrede. Wissen Sie, Jaron ist in einer sehr interessanten Gruppe aufgewachsen, Sie. Nun, man könnte wohl sagen, Sie haben ihm eine Gehirnwäsche verpasst. Er ist dem Inhaber seines Vertrags gegenüber absolut loyal. Ohne Fehl und Tadel und unerschrocken bis zum Tag des Vertragsendes. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß, dass er mich nicht wirklich mag. Aber als mein Angestellter ist er so nett wie ein Teddybär. Ah ja. Wir machen eine fette Tratsch. Stunde hier mit Underworld und Rivet City. Nein, er ist kein Sklave. Sie beleidigen mich. Ich glaube nicht an die Sklaverei. Abscheulich. Ich glaube an den freien Willen. Es ist undenkbar, eine andere Person gegen ihren Willen festzuhalten. Ketten werden verdient, nicht auferlegt. Jaron traf einige Entscheidungen, die ihn in meine Dienste führten. Die Art des Vertrags zwischen ihm und mir geht niemanden etwas an. Ich weigere mich, ihn Jaron zu nennen. Jaron. Der Gefährte, nicht Gefährte. Der Fährtenmann da. Seine Gesellschaft ist recht erfrischend, nicht wahr? Aber halten Sie seine Einsilbigkeit nicht für Dummheit. Das wäre sehr unklug. Das Unterschätzen eines Gegners war schon für viele ein fataler Fehler. Sie wollen über den Vertrag sprechen. Er ist für mich und den Nine Circle von sehr großem Wert. Um was genau geht's denn? Das ist ein Witz, oder? Wir sprechen wieder miteinander, wenn der 1. April vorbei ist. Das könnte funktionieren. Ja. Ja, hier ist der Vertrag. Und ich verlange Zahlungen in voller Höhe. Ich lasse Ihnen die Ehre zuteil werden, Jaron persönlich zu informieren. Ah, wir haben einen neuen Gefährten. Hey, Jaron. Gehen Sie. Na ja. Ich sagte nein. Leute gibt's. Da steht kein Nein, die Frau. Mäh. Reden Sie mit. Langsam, Leute. Da gibt nicht viel Sinn. Sie haben Azrukal meinen Vertrag abgekauft? Dann stehe ich also nicht länger in seinem Dienst. Das ist eine gute Nachricht. Bitte warten Sie hier. Ich muss mich um etwas kümmern. Hat lange gedauert. Hallo,
Was läuft das denn? Das ist so? Übrigens Jericho. Das. Hey, sie. Schon den neuen Whisky probiert, den er auf Lager hat. Ist etwas ganz Besonderes. Lieber trinke ich gemalzte Rattenpisse. Was gibt's? Hört euch das an. Vorsicht, Nicht jetzt. Ja. Oh, so viel Dreck hier. So viel Dreck, so viel rumgeklitsche. Muss ich das jetzt echt troubleshooten? Was zum Teufel ist dort los? Eine Revolution? Schulfehler? Hat jemand einen fahren lassen? Hey, Jaren! Fuck it. Fuck it. Nein. Genau, ein Speicherpunkt. Oh. Der Scheiß glitscht einfach. Komm schon, laute Bildschirm. Oh. Ja. Was für ein Dreck jedes Mal. Sprechen Sie mit As. Oh. Setzen, trinken. Sieh mal. Bla 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 bla. Okay. Das ist hier, jetzt geh ich mal raus zuerst. Der Dreck glitscht jetzt schon herum. Carols Wohnung. Mit dem Dorf ist Carol. Ist das? Ja, Sie da! Ich. Warum zur Hölle wecken Sie mich, Glatthaut? Was glotzen Sie denn so? Man möchte meinen, Sie hätten noch nie einen Ghoul aus der Nähe gesehen. Nein, das kitzelt. Warum müssen alle den Komiker spielen? Ich muss sagen, für jemanden, der noch nicht viele Ghule gesehen hat, halten Sie sich recht gut. So jemand wie Sie kommt mir gerade gelegen. Was würden Sie davon halten, für einen Ghoul zu arbeiten? Nicht alle haben so viel Verständnis für Ghule wie Sie. Im Gegenteil, manche Menschen hassen uns von ganzem Herzen. Sie behandeln uns wie Zombies und geben uns Namen wie Hirnfresser oder Schlurfer. Aber ich werde Sie dafür bezahlen lassen. Bevor wir ins Detail gehen, Sie haben doch nichts dagegen, Leute zu töten, oder? Definitiv, ich bin ein Pazifist. Jede Menge Action. Ganz schön blutrünstig, was? Ich habe diese Liste mit Personen. Ghoulhasser, echter Abschaum. Ich habe nur noch 4 Kerle auf meiner Liste, von den 11, die es mal waren. Die Typen hassen uns Ghule und behandeln uns, als wären wir Zombies. Sie alle haben den Tod verdient, aber nur durch eine Kugel im Kopf, wie in den alten Geschichten, in denen man die Zombies nur so umbringen konnte. Ich gebe ihnen 100 Kronkorken für jeden und 25, wenn sie die Kerle nicht selbst umlegen. Was? Ausgezeichnet. Nehmen Sie dieses Heckenschützengewehr. Sie werden es brauchen. Hier eine Liste mit den letzten Aufenthaltsorten der Kerle. Wenn Tenpenny stirbt, wird sich das herumsprechen. Aber für die anderen brauche ich Beweise. Ich will als Beweis von jedem etwas Persönliches. Zum Beispiel einen Schlüssel, einen Ring oder etwas Ähnliches. Sie hassen Ghule. Ich will, dass sie alle sterben. Ist das nicht etwa genug?
Es ist ein Ort für Ghule, nicht für Menschen. Wir mögen Menschen nicht besonders. Dukov! Ah ja. Was auch immer. Wer ist Dave? Und wer ist Ted Strayer? Ja, ist abgeschlossen. Und ja, ich kann das. Und ihr so? Interesse sehr wohl sehen. Oh Gott. Hallo. Tut mir leid. Ich habe gerade Pause. Ich bin gleich. Oh Gott. Ich weiß nicht warum, aber Ghule schauen in diesem Spiel echt hässlich aus. Das sind die restlichen. Ich glaube, die wurden ein bisschen vermenschlicht in den anderen Teilen. Okay. Anscheinend muss ich aufpassen, dass Axul bei der Bar steht. Alter. Haben Sie noch nicht. Wenn ich anfange, über einen Kunden zu reden, verliere ich sie alle. Nächster. Okay, probieren wir es nochmal. Reden Sie mit. Ja, ja. Das stimmt, Sharon. Sind Sie gekommen, um sich von mir zu... Nein. Was gibt's da zu glotzen? Hallo, was läuft denn so? Nicht jetzt. Was zum Teufel? Okay. Okay. Ich gebe auf. Ah. Ah. Was für ein Schwachsinn wieder. Keine Lust, mit denen zu sprechen. Ne? Ja, Lust, ich kill einfach Leute jetzt. Es reicht, es reicht. Nein, es wird doch keine Tratschfolge. Mensch. Keine Lust auf Tratschen. Was für ein Scheiß. Bitch einfach nur rum. Ah, typisches Let's Play von mir. Irgendwas passt einfach nicht. Okay, holen wir uns das Lincoln's Repeater. Siegesgewehr schaut gut aus. Sturmgewehre haben wir noch ein Löcher. Ich habe keinen Händler gefunden. Natürlich nicht. Wie viel Platz habe ich überhaupt? Ich habe keinen Platz, um das linken Rapidity-Tag zu holen. Ah. Ah. Tempenny töten. Das ist gefährlich. Okay, ich brauche Händler. Wenn wir Tempenny töten. So viel Schwachsinn. So viel Schwachsinn. Ja. Oh. Ich muss das Stealth auch noch machen. Das heißt, ich nehme den Jericho gar nicht mit. Ja, was denn? Labern Sie nicht. Ich habe eine Granate in die Tasche, wird einfach am besten laufen. Kann ich denen in den Kopf schießen? Hallo. Hallo. Oh Gott. Schaut so aus, als wenn wir keinen Dog Meat Nummer 3 bekommen. Kein Dog Meat Nummer 3 für mich. Hey Gustavo. Noch
Muss zugeben, sie hat... Hast du Geld? Okay. Ich hab viel Schwachsinn mitgenommen. Oh, Baby. Okay. Ich hätte ihn so gern den Helm der Ameiserinne aufgesetzt. Mit so jemand macht man gern Vorsicht, ja? Ja, genau. Ich bringe deinen Chef jetzt um. Beim nächsten Mal vorbeischauen, vielleicht ist dann behoben das Problem. Warte. Fucking Christ. Ich komm da gar nicht rein. Ich komm da gar nicht rein. An ihrer Stelle wäre ich vorsichtig. Wenn sie weiter Ärger machen, beißen sie ins Gras. Okay. Was gibt es sonst noch Interessantes? Das ist wahrscheinlich ein Balkon draußen. Okay. Ohne Beschützer? Rennen wir mal zuerst mit ihm. Sind Sie an der Wache vorbeigekommen? Was wollen Sie? Was zum Teufel? Wie sind Sie an der Wache vorbeigekommen? Was wollen Sie? Ich ließ einmal die Bemerkung fallen, der Metallhaufen am Horizont sei ein Schandfleck. Darauf sagte Mr. Burke, er könne sich darum kümmern. Burke ist ein liebenswürdiger Mann, nicht wahr? Ich weiß gar nicht, wie ich ohne ihn klargekommen bin. Ich muss mich praktisch um nichts mehr kümmern. Er kümmert sich um alles. Ich muss nicht mal fragen. Er ist ein echter Draufgänger. Wir brauchen mehr solche Leute, um die Welt wieder aufzubauen. Gut gesprochen, wirklich. Sie haben Geschäftssinn. Es macht mir Hoffnung, junge Leute wie Sie zu sehen, die noch was im Köpfchen haben. Apropos etwas im Köpfchen haben. Alles klar, dann mal los. Apropos etwas im Köpfchen haben. Oh, noch eins. Ich kam mal dazu gewonnen. Unglaublich. Ah. Wissen die, dass ich ihn getötet habe? Ich glaube nämlich nicht. Was haben wir hier? Das hat mich gerade verwirrt. Lügen wir im Kongress? Oh nein, Karma. Mal schauen, ob ich vom Balkon runter teleportieren kann. Uah, wo ist der Ausgang hier? Dann spare ich mir die bösen Leute.
Oh nein. Okay. Der auf Boden nachgelassen. Was soll der Scheiß? Okay, wo sind die anderen zwei? Rivet City, natürlich. Rivet City, Duke of Canberra. Geschichtsmuseum. Nein, die ganz oben. Dave. Wie einer von den Mädels das Scharfschützengewehr geben kann und die das machen. Könnte gar nicht so unrealistisch sein. Schauen wir mal. Ich meine, meine Sprechkünste in diesem Spiel sind so schlecht, dass da wahrscheinlich nichts drin ist für mich. Keine Chance. Da ist der alte Knacker. Wo sind die Mädels? Ah ja. Schauen wir mal. Was darf es denn sein? Wie wäre es mit einem Drink? Nein? Auch recht. Hallo, Großer. Okay. Sind wir? Hallo, ich bin Cherry. Was kann ich für dich tun? Dukov hat es am liebsten heiß. Mehr Klamotten sind nicht nötig. Ja, anscheinend kann ich nichts tun. Was darf es denn sein? Er sieht sich das Gras von unten an. Das kann ich Ihnen sagen. Ein paar wilde Ghule haben ihm die Eier abgerissen und zum Frühstück gegessen. Er starb in einem Drecksloch namens Fort Konstantin. Da steckten wir alle bis zum Hals in der Scheiße. Wer es glaubt, wird selig. Sie müssen sich schon was... Nein, Clownfresse. Den Penny heuerte eine ganze verdammte Armee an. Strayer, Crowley, Zara, Dave und ich waren dabei. Tara hatte Holz vor der Hütte, sag ich Ihnen. Herrlich! Vor Konstantin hat sie Härte gegeben, als ich es je tun hätte können. Wir anderen gingen danach unsere getrennten Wege. Ten Penny heuerte uns als Söldner an. Er wollte irgendeine besondere Waffe. Keine Ahnung, warum Crowley damit dabei war. Ten Penny schiebt einen wahnsinnigen Hass auf die Ghule. Gut, ich habe keine... Stattdessen werde ich mich lieber um Cherrys... Nein, wirst du nicht. Was? Ich glaube, ich fick nun. Ach was, er soll sich selber ficken. Ich schwöre, ich stecke dem Kerl eine Granate so tief in den Arsch. Ich habe rein gar nichts gegen Ghule. Hab mir sogar mal ein Ghule-Häschen angelacht, um zu sehen, wie die so sind. Ah, es geht um den Schlüssel, nicht wahr? Diesen Scheißschlüssel. Wenn Sie ihn haben wollen, legen Sie ein paar Kronkorken auf den Tisch, Clownfresse. Ich lege dein Gesicht auf den Tisch. Sie sollten auch genug gehört haben, verdammt. Er hätte wissen müssen, dass es nichts bringt. Wir so Ich dachte, der war im One-Shot. Das ist hoffnungslos. Nein, nein. Jericho, nein. Ja, was denn? Sind die Mädels tot, Jericho? Nein. Warum stehen wir hier rum?
Nein, Jericho. Nein. Nein. Ah. 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 Hold on, Jericho. Oh. Ich glaube, die hat eine zukünftige Mission gebraucht, das Mädel. Ein Messer. Das ist nur ein Bier. Disgusting. Okay, zu Dave können wir noch nicht. Ich weiß nicht, wer der andere Typ ist. Oh, gehen wir mal zu Rivet City. Das ging da davor. Vielleicht nicht teleportieren. Wirklich. Wo ist der Rest? Zur Hölle, ja. Mhm. Relativ a bit. Wird doch noch getratscht. Yay. Yay. Muss ich reingehen oder geht das dann rundherum? Oh nein. Es ist ein unendlicher Ladebildschirm. Es ist ein unendlicher Ladebildschirm. Pause. Ui, wir sind wieder zurück. Ich lasse Jericho draußen stehen. Er steht nur im Weg. Er steht nur im Weg. Und er killt die Leute. Das ist das größere Problem. Tote Leute sind nicht gut fürs Geschäft. Nein. Auf keinen Fall. River City. Treppenhaus, okay. Ich schätze, es wird doch noch getratscht hier. Wenn ich schon hier bin. Warum nicht? Wenn die Ladebildschirme alle passen würden. Oh, Werkbank. Nein. Ich glaube, ich habe noch Schrott zu verkaufen. Ihr leckt's. Was stimmt mit meinem Spiel heute nicht? Die Leute nennen mich Shrapnel. Ich führe diesen Laden. Ich habe die beste Ausrüstung, die sie jemals finden werden. Von denen habe ich in letzter Zeit nicht viele gesehen. An die kommt man nur schwer ran. Dieses Genie? Ja, hab von ihm gehört. Soll Rivet City gebaut haben. Die denken wahrscheinlich, dass er auch das Brot erfunden hat. Idiot. In letzter Zeit wurden ihm sogar die Schuld für die Geräusche im defekten Bug gegeben. Jeder mit einigermaßen Durchblick weiß, das sind nur Meyerlurks. Was suchen Sie denn? Genau das. Hat der irgendwas Interessantes? Fatman. Er verkauft Fatmans. Was hat der Typ? Metall. Rüstung, okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Da kriegst du ein Bleirohr. Und ein Sturmgewehr. Danke. Dann wollen wir uns das Zeug mal ansehen. Wie viel? 15. Die Geschichte? Weiß der Henker. Geht mir völlig am Arsch vorbei. Kommen Sie bald wieder. Wir haben immer viel Munition auf Lager. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Jegliche Auffälligkeiten sollten den Sicherheitsbeamten gemeldet werden. Vielleicht wissen Sie ja nicht, mit wem Sie reden. Ich bin Commander Danvers, der stellvertretende Sicherheitschef.
Ich bin sein Stellvertreter. Ich leite die Nachtschicht und er die Tagschicht. Führt dieses Gespräch irgendwo hin? Ich habe nämlich einiges zu tun. Den Gerüchten darf man nicht glauben. Sein Geist spukt nicht am Schiffsbug herum. So, und jetzt muss ich mich aber wirklich um meine Arbeit kümmern. Chief Harkness trifft sich mit Dr. Lee und Bannon, um über Angelegenheiten der Sicherheit zu reden. Meiner Meinung nach ein verschwendeter schöner Montagmorgen. Chief Harkness sollte einfach bestimmen, wo es langgeht. Sie ist so eine Art Genie, wissen Sie? Einer von diesen superintelligenten Wissenschaftlertypen. Ihr Labor ist im Heck des Schiffs. Tut mir leid, aber ich weiß nicht wirklich viel über die Stadt. Ich mache mir viel mehr um das Hier und Jetzt Gedanken, wissen Sie? Natürlich. Die Pflicht ruft. Nur weitermachen. Willkommen im Potomac Attire. Ich heiße Bannon, bin Besitzer des Potomac Attire und Mitglied des Stadtrats. Ich führe anspruchsvolle Kleidung für anspruchsvolle Kunden. Unter uns, wenn der Pöbel draußen bleibt, ist das auch gut fürs Geschäft. Diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich habe ihn selber nie kennengelernt, aber es heißt, er wäre einer der Gründer von Rivet City gewesen. Manche behaupten, er sei beim Versuch gestorben, den kaputten Schiffsbug zu plündern. Andere hingegen meinen, er habe sich der Enklave angeschlossen. Dr. Lee, Chief Harkness und ich sind im Rat. Wir treffen uns jeden Montagmorgen. Ich bin sehr einflussreich, wenn Sie wissen, was ich meine. Viel mehr als Seagrave Holmes. Wer ist das? Der? Eine Bedrohung? Nein, natürlich nicht. Naja, vielleicht doch. Er will meinen Sitz im Rat übernehmen. Er hat seine Finger in dubiosen Geschäften, aber ich kann's nicht beweisen. Wenn aber jemand etwas Belastendes in seinem Zimmer finden würde. Naja, sagen wir mal, ich wäre äußerst dankbar. Wir leben hier, weil man hier vor Raiders und Supermutanten sicher ist. Mit Dr. Lee auf unserer Seite ist es vielleicht sogar denkbar, die Welt wieder aufzubauen. Mal sehen. Sie kommen sofort zur Sache. Das gefällt mir. Red Racer. Ah ja, was schon. Nicht interessantes. Oh. Naja, ich habe hier praktisch alles aufgebaut. Als ich hier vor 12 Jahren ankam, gab es hier nur ein verrostetes Ruderboot und ein paar Blindgänger. Jetzt bin ich Ratsmitglied. Unter meiner Leitung sind wir zur stärksten Siedlung der Wüste geworden. Natürlich sind ein paar der Versager da geblieben, aber wer würde schon gehen wollen? Spitzfindigkeiten. Eine echte Siedlung entstand erst, als ich alle auf Vordermann gebracht hatte. Vorher gab es nur ein Lager. Wenn Sie wirklich hören wollen, was die Leute zu sagen haben, können Sie ein paar Proleten vom Hangardeck ausquetschen. Erwarten Sie aber kein wahres Wort von ihnen, vor allem nicht von dieser alten Wirtin Belle Bonnie. Sie erzählt die haarsträubendsten Lügen. Ganz genau. Nachdem ich die Ansiedlung finanziert und den Stadtrat gegründet hatte, nahm ich die mir zustehende Stellung als Oberhaupt ein. Natürlich sind alle gleichgestellt. Die Leute wären sauer, wenn wir nicht zumindest so tun würden. Wir beide wissen es natürlich besser. Stimmt's? Oh. Bis bald. Das ist irgendwie nah, aber irgendwie mag ich hin. In den Laden. Cindy bringt mich um, wenn ich mich wieder verspäte. Willkommen im Quick Fix. Drogen. Das ist der Quick Fix. So heißt unser Laden. Er gehört Pauli und mir. Ich heiße Cindy. Cindy Cantelli. Nein, nein, nein. Das würde ich niemals tun. Pauli macht das. Dieser Nichtsnutz von Ehemann. Er ist ein hoffnungsloser Fall. Ich muss ihn aus dem Laden raushalten, sonst räumt er unsere Vorräte leer. Irgendwann wird es ihn umbringen. Wir haben alle Arten. Medikamente nennt sie's. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich was drüber. Wie kommt es schon zu einer neuen Stadt? Bannon hat mal erzählt, dass ihm der Erfolg der Stadt zu verdanken sei. Vielleicht sollten Sie ihn mal fragen. Natürlich, hat er mir schon erzählt. Sie werden bestimmt. Hallo. Oh, wer war das? Wer sind Sie?
Haben Sie Psycho? Ich brauche dringend eine Spritze. Bin aber leider pleite. Ich führe das Arzneimittelgeschäft, bin aber pleite und kann mir keine Medikamente kaufen. Das sagt Cindy auch, aber ich brauche den Stoff. Ich brauche ihn dringend. Ja, ich muss auch weiter. Ignorieren. Hallo. Du bist müde, Cindy. Ich mach für heute Abend zu. Geh nach Hause und schlaf. Hier ist niemand. Ja, sicher. Und sobald ich hier ist niemand. Was kriegen die Pausen nach? Nehmen Sie bitte. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Gary Staley und bin Gourmetkoch und Feinschmecker. Ich werde Ihre Mahlzeit zubereiten. Ja. Meine Spezialität sind Meyer-Lurk-Kuchen. Mein Leguan ist allerdings auch sehr beliebt. Von mir aus. Und du? Bleiben Sie mir vom Leib. Was wollen Sie? Sind Sie einer von denen? Was? Ich denke, Ihnen kann ich es erzählen. Ich war einmal ein Sklave. Ich habe auf diesem Schiff einen Sklavenhändler namens Sister gesehen. Ich habe Angst, dass er hinter mir her ist. Wirklich? Oh, danke schön. Können Sie mir helfen? Ich mache mir solche Sorgen, wenn er da ist. Ich kann nachts kaum noch schlafen. Ich bin Ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Okay, falls wir eine Sister sehen, können wir dir mal ansprechen. Keine Schwestern hier erlaubt. Du? Wir schließen bald. Erledigen Sie Ihre Geschäfte. Gibt's sonst noch was? Sehr dämonisch. Anscheinend kannten wir uns schon. Armer Gnome. Hab den Typen nicht gefunden. Warte mal, schließen die echt? Sisters Hoteltür. Okay, passt. Eigentlich aufbrechen. Nimm die Waffe weg. Ich hack's lieber. Oder mach's manuell. Und verschwende Haarklammern. Oh yeah. Okay. Zimmer. Hallo. Wen haben wir hier? Der Roboter. Willkommen im Waverly, Mr. Buckingham, zu Ihren Diensten. Ich diene Miss Vera Waverly, der Besitzerin des Waverly Hotels. Yes. Sie befinden sich in der Klinik von Rivet City. Pinkerton, was? Der Name weckt Erinnerung. Behauptete, etwas gegen Strahlenvergiftung gefunden zu haben. Oder Lebensmittelvergiftung? Keine Ahnung. Er erzählte allen, er hätte Rivet City gegründet. Dabei brach er nur den Bug ab. Oder starb er dort? Keine Ahnung. Was für ein guter Doktor. Kommen Sie ja nicht auf komische Gedanken. Ein Wort von mir und der Sicherheitsdienst ist da. Also, wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben, lassen Sie hören.
Er ist total drogensüchtig. Das wird ihn eines Tages noch das Leben kosten. Einen besseren Text bekommen, ha, Doc? Ja, ich würde Ihnen sehr gerne helfen, wirklich. Aber ich weiß so gut wie gar nichts über die Geschichte dieser Stadt. Lassen Sie sich von meinem Alter nicht täuschen. Mich gibt es zwar schon eine ganze Weile, doch hier bin ich noch nicht so lange. Passen. Patient. Oh, er geht raus. Kann ich gleich ausrauben. Und du? Hallo. Ein Pfeil wird zurückgelassen. Mama, kann ich einen Imbiss haben? Nicht jetzt, hm? Du verdirbst dir den Appetit. Ah, Treppenhaus. Hier gibt es so viele kleine Missionen. Ich habe schon vergessen, wen ich suchen muss überhaupt. Ja, Bell wird ein paar Tische und Stühle ersetzen müssen. Bitte entschuldigen Sie mich, es gibt viel zu tun. Nein, nein, ich bin nur der Handlanger hier zum Tragen von schweren Geräten und so. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich helfe nur Dr. Lee bei allem, was ansteht. Hallo. Forschung. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Okay, Dr. Lee, es wird gleich viel geredet. Ich heiße Janice Kaplansky und ich bin die Chefbotanikerin. Was brauchen Sie? Wenn es nichts mit dem Wissenschaftlerviertel zu tun hat, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Und Dr. Lee hat viel zu tun. Sie darf nicht gestört werden. Ich habe gesehen, wie ein Mann mit Dr. Lee gesprochen hat. Aber ich sollte nicht darüber reden. Sie hat bereits schlechte Laune und ich möchte sie nicht noch mehr reizen. Sie sollten vielleicht einfach mit ihr darüber sprechen. Okay. Das ist nicht der Weg hinunter. Was haben wir hier? Ah, ich habe Geld. Ich habe Geld. Ich brauche mich nicht durchstellen. Ich habe 2000 für Jochon ausgegeben. Frau Doktor an der Wasseraufbereitung ist sicher faszinierend, aber wisst ihr, was auf dem Spiel steht? Die Technik in dem Androiden. Sie wollen mir sagen, was auf dem Spiel steht? Ein Roboter ist ein Roboter, Zimmer. Egal, wie schön er angemalt ist. Und jetzt darf ich Sie bitten? Kleingeistige Ignoranten seid ihr. Schön angemalt, ja genau. Ihr könnt euch nicht mal ansatzweise vorstellen, was wir im Commonwealth geleistet haben. Wenn Sie schon so gescheit sind, wie wäre es, wenn Sie uns helfen? Hm? Nein, das fällt Ihnen nicht ein. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihr Ego mit. Ich gehe erst, wenn ich mit Dr. Lee gesprochen habe. Schickt sie zu mir, wenn sie ihren Chemiebaukasten satt hat und echte Forschung betreiben will. Von mir aus. Ja. Hallo? Hören Sie. Einige von uns versuchen hier zu arbeiten. Es gab in letzter Zeit schon genug Unterbrechungen. Jeder, der hier durchkommt, muss an Dr. Lee vorbei. Warum gehen Sie nicht einfach ihr damit auf die Nerven? Sie steckt fast alle hier locker in die Tasche. Aber das heißt nicht viel. Hast du dich gerade selbst geroastet? Tschüss. Tschüss. Oh. Hey, Sie, sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Direkt zum Kern der Sache. So gefällt's mir. Nun, wie es sich herausstellt, ist mir höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Sie werden nach einem Androiden suchen. Wissen Sie, was ein Androide ist? Nein? Dachte ich mir schon. Die Roboter, die Sie kennen, sind ja nur billige Blecheimer. Aber nicht alle Roboter müssen zwangsläufig so sein. Zumindest nicht im Commonwealth. Damit meine ich künstliche Menschen, die nach unserer Programmierung denken, fühlen und agieren. Nur manchmal sind sie verwirrt und laufen davon.
Let's get it over with. Was? Zeigen Sie her. Das ist ein Neuroservo. Das hat nur der A321. Sie sagen, Sie haben das aus seiner Leiche? Anders hätten Sie das wohl auch nicht kriegen können. Verdammt. Ich hatte befürchtet, dass es so kommen würde. Hier in diesem Ödland. Nun gut. Hier haben Sie 50 Kronkorken für Ihre Mühe. Kaufen Sie sich damit ein bisschen Wissen. Hier draußen in dieser Hölle. Auf Wiedersehen. Ich habe nichts mehr zu besprechen. Ich muss meine Vorbereitungen für die Reise zurück ins Commonwealth treffen. Wenn Sie mich entschuldigen. Nein. Ich glaube, wenn Sie Dr. Zimmer auch nur ein Haar krümmen, breche ich Ihnen das Genick, als wäre es ein Streichholz. Um was geht's? Der kommt zu spät, der Bubblehead Boy. Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Sie sind das. Meine Güte, Sie sehen ihm so ähnlich. Sie sind der Sohn von James, nicht wahr? Was machen Sie hier? Aber ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? James hat Ihnen wohl nie von mir erzählt. Typisch. Ich bin Dr. Madison Lee. Vor vielen Jahren habe ich mit Ihrem Vater zusammengearbeitet. Und auch mit Ihrer Mutter. Bitte entschuldigen Sie. Das war alles sehr anstrengend. Ihr Vater kreuzte plötzlich hier auf, nachdem er so lange weg war. Sie müssen verstehen, dass... Wir haben alles hinter uns gelassen. Das Projekt Purity, unsere Arbeit. Wir sind darüber hinweg. Nur Ihr Vater nicht. Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben? Ich hatte angenommen, dass er Sie hergeschickt hat. Sollten Sie nicht sowieso in einer Vault sein? James sagte, dass er Sie dort zurückgelassen hatte. Ich verstehe. Sie haben sich also entschlossen, einen der sichersten Orte des Ödlands zu verlassen, obwohl es besser gewesen wäre, zu bleiben. Kommt mir bekannt vor. Tja, ich fürchte, Ihr Vater ist nicht mehr hier. Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird. Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen. Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe nicht die notwendigen Mittel, um James' idiotische Absichten oder Ihre Suche nach ihm zu unterstützen. Tut mir leid. Ich hoffe, Sie verstehen. Was? Naja, was soll ich Ihnen da erzählen? Ihr Vater und ich, wir arbeiteten lange Zeit zusammen. Ich glaube, wir standen kurz vor unserem Ziel. Aber dann gab es Komplikationen. Das Projekt wurde aufgegeben und Ihr Vater verschwand. Ich bin hierher nach Rivet City zurückgekehrt und habe das Labor eingerichtet, das Sie hier sehen. Wir nannten es Projekt Purity. Was genau möchten Sie wissen? Wir hatten wirklich ein ganz einfaches Ziel. Frisches, sauberes Wasser für alle. So eine simple Idee. Und doch unmöglich zu realisieren. Unser Plan war der Bau einer Anlage, die das ganze Wasser im Tidebecken auf einmal reinigen kann. Keine Strahlung, kein Schlamm. Nur sauberes Wasser. Es stellte sich nur als schwieriger heraus, als wir gedacht hatten. Das Prinzip funktionierte schon. Wir verstanden den Großteil der zugrunde liegenden Technik. Leider ist in der Gegend wirklich alles verstrahlt. Mit kleineren Tests hatten wir bereits Erfolg. Aber sobald wir die Tests in größerem Umfang durchführten, funktionierte es nicht mehr. Vielleicht, wenn wir mehr Zeit oder eine bessere Ausrüstung gehabt hätten. Sie wurden geboren. Aber es ging nicht nur um Sie. Wir hatten sowieso schon zu viele Probleme und Ihre Geburt brachte das fast dann zum Überlaufen. Ihr Vater entschied, dass Sie wichtiger als unsere Arbeit waren und ging. Er hat uns alle verlassen. Als er weg war, entschied die Bruderschaft, dass wir Ihre Zeit nicht mehr wert waren. Ohne Ihren Schutz mussten wir den Aufbereiter aufgeben. Okay.
Das ist das Forschungslabor von Rivet City. Es hat viele Jahre gedauert, um es einzurichten, aber wir haben es geschafft. Unsere Forschung im Bereich der tragbaren Fusionsenergie und der Hydroponik schreitet ganz gut voran, wenn auch nicht ganz nach Zeitplan. Ich kann Ihnen alles über das Forschungslabor erzählen. Doch auch wenn ich von Anfang an dabei war, weiß ich nicht wirklich viel über die Entstehung. Es scheint alles schon Ewigkeiten her zu sein. Und leider hatte ich in den frühen Jahren unheimlich viel um die Ohren. Gar nichts, würde ich verstehen. Viel Glück bei der... Gar nichts. Okay, get me out of here. Ich kann eine Mission ausgewählt. Da. Ich glaube, ich muss sowieso erst Pinkerton aufsuchen, um weitermachen zu können. Wenn Jericho sich draußen die Füße abfriert. Oh. Hallo. Dr. Zimmer. Wenn ich dich draußen im Ödland treffe, dann war's das mit dir. Ja. Dann haben wir hier. Hallo. Tür. Das ist der Chunky. Ignorieren wir. Tammy, James, Mei Wong. Also was ist? Werden Sie mir jetzt helfen oder mit... Danke. Ich werde kurz vor Ladenschluss bei Flag and Shrapnels reinschauen. Ich kann Ihnen nichts geben, aber ich glaube, ich kann Ihnen ein Geheimnis anvertrauen. Sollten Sie jemals in den Norden kommen, dort gibt es ein geheimes Sklavenversteck, den Tempel der Einheit. Dieses Versteck könnte Ihnen helfen. Ja, ich kenne die Leute. Dort. Mr. Lopez. Hallo? Sie habe ich noch nie gesehen. Sie würden sich wahrscheinlich sowieso nicht an mich erinnern. Ich bin Mr. Lopez. Niemand erinnert sich an mich. Ich bin eben nichts Besonderes. Keine Sorge, das wird bald kein Problem mehr sein. Okay. Was zum Teufel war das? Diego, findest du, dass ich sexy bin? Ich meine, wenn du jetzt kein Priester wärst, würde ich dich dann antören? Nun, das heißt, natürlich. Sie sind unglaublich sexy. Das habe ich aber nicht bemerkt. Ich will Priester werden und muss... Sie wissen schon. Hallo. Ja, ist abgeschlossen. Ich ignoriere die Quest. Ich kann das ungeheure Interesse sehr wohl sehen. Ich ignoriere die Quest. Wer? Ich bin nur Haarklammern. Hab kein voll genug Haarklammern. Runter darauf. Ich nehme mal runter. Muddy Roots Bar. Geh schon wieder rein. Ich weiß gar nicht noch, wenn ich suchen muss. Was darf denn sein? Bier. Man nennt mich Sister. Fragen Sie bloß nicht, warum. Machen Sie sich über mich lustig? Sie können froh sein, dass es hier von Sicherheitskräften nur so wimmelt. Sonst würde ich Ihnen das Maul stopfen. Sie gehen mir auf die Nerven. Sie sollten mir... Sehe ich so aus, als ob mich das ein Dreck interessiert? Ich eben... Sie gehen mir auf die Nerven. Hallöchen. Lust, einem netten Mädchen einen Drink auszugeben? Hallo, Schätzchen. Wieso hast du mir noch keinen... Geizhals! Nein, warten Sie! So habe ich das nicht gemeint. Naja, wer nicht will, der hat schon. Lass dich mal wieder bei mir blicken. Belle, geben Sie mir noch einen Drink. Oh. Das ist der allerletzte, Trini. Sie sind schon stockbesoffen. Hallo. Ich bin Belle Borny und das ist der Muddy Rudder Schlüssel.
Ich sage Ihnen, was ich allen Neulingen sage. Fangen Sie hier unten keinen Streit an, sonst lasse ich Ihnen von Brock den Hintern versohlen. Ist überall Gift drin. Was darf's denn sein? Die Geschichte? Finden Sie nicht, dass hier die Kacke schon genug am Dampfen ist, ohne dass Sie da noch groß rumgraben? Keine Ahnung, ob es jemals einen offiziellen Anfang gab. Die Stadt steckt schon seit Ewigkeiten hier im Fluss und ist voller Flachköpfe. Dieser verlogene Hurensohn. Er war noch nicht mal geboren, als ich hier ankam. Sie interessiert die Geschichte dieses Kahns? Der Einzige, der da wirklich Bescheid weiß, ist Pinkerton. Und wer weiß, ob der noch lebt oder da ist. Er hat sich in einem anderen Teil des Schiffes verkrochen und er mag keine Besucher. Er kann sie eines Besseren belehren. Ich werde hier sein, falls Sie Durst bekommen sollten. Okay. Das ist mehr als genug, Trini. Gehen Sie nach hinten und schlafen Sie Ihren Rausch aus. Netter Howard. Netter Howard. Mitteldeck waren wir schon. Riven. Nein, waren wir noch nicht Mitteldeck. Verdammt, dieses Schiff. Fassen Sie sich kurz. Ich habe einen sehr voll. Ja, ich habe das gewusst. Er kommt jede Nacht kurz vor Ladenschluss und versucht, Cindy dazu zu überreden, dass er abschließen darf. Zum Glück ist sie klug genug, sich nicht darauf einzulassen. Ich weiß, zum Glück ist er ein Priester. Zumindest ich weiß, dass zwischen den beiden nichts läuft. Pater Clifford würde ihm die Priesterwürde aberkennen, wenn er es je herausfinden würde. Da war ich schon, verdammt. Also Pfeil führt mich darüber. Wo ist er? Sieht alles in Ordnung aus hier. Hey, passen Sie besser auf! Du? Ted Strayer. Sie können mit mir die Zeit totschlagen, wenn Sie wollen. In Ordnung. Schlagen wir einfach zusammen ein bisschen die Zeit tot. Wow, jetzt habe ich einen Flashback, Mann. Mein Papa kannte einen Typen namens Crowley. Ich habe ihn aber nie gesehen. Ich glaube, Papa hat gesagt, sie sind gestorben, als sie sich irgendein altes Fort ansahen. Keine Ahnung. Er meinte, der alte Tenpenny hätte ihn und ein paar andere Kerle angeheuert. Aber er hat mir nie gesagt, warum. Mein alter Herr hat genügend Kohle gemacht bei der Aktion, so dass er sich zur Ruhe setzen konnte. Was? Der Typ will mich tot sehen? Hey, gibt's dafür vielleicht Kronkorken? Ich bräuchte nämlich welche, Mann. Okay, Mann, cool bleiben. Hier ist alles, was ich habe. Oh. Oh, er hat mir wirklich alles gegeben. Alter. Mann, ich hab den Schlüssel doch schon rausgerückt. Hören Sie, ich bin auch erst seit kurzem hier. Ich kann Ihnen daher gar nichts sagen. Alter, deine Kleidung, Alter, die hättest du behalten können. Oh. Sieht alles in Ordnung aus hier. Komm ich nach draußen jetzt? Und diese Folge ist hier schon vorbei. Bin so verwirrt. Wir sind Max Level, also irgendwelche Drecksnebenmissionen, dass ich... Ah, hallo Herr Zimmer. Kommen Sie, Herr Zimmer. Folgen Sie mir. Nein? Sie gehen wieder zurück rein. Ah, schade. Schade eigentlich. Okay, wir sind hier fertig. Ich nehme diesen Typen hier mit. Mach, was soll der Scheiß? Ich... Und es gibt in der nächsten Folge wieder jede Menge Action. Okay, ich bin bereit für mehr Action. Action, Action, Action.
Ja, stürzen wir uns in die Action. Peace out. Ich hab vergessen, wie beschissen hier alles ist. Ja, okay, danke, Bro.